Wären am kommenden Sonntag nicht in Berlin, sondern in Bayern Landtagswahlen, könnte es für die CSU mit der absoluten Mehrheit eng werden. So sagt es eine aktuell von Sat.1 Bayern in Auftrag gegebene Studie aus. Im Bayerischen Landtag schätzt man die Ergebnisse dieser Umfrage äußerst unterschiedlich ein. Also ich denke, dass die Umfrage klar macht, dass es keine Trendwende in Bayern gibt. Diese Zahlen bestärken den Kurs der CSU, aber sie zeigen natürlich schon, dass die Menschen ein Stück weit verunsichert sind und sich insbesondere aus Berlin ein klares Signal erwarten, das man auch dort verstanden hat. Es lässt sich feststellen, dass die CSU die AfD stark gemacht hat. CSU minus 2, AfD plus 2, das hat ja Gründe. Wer die AfD permanent regelrecht salonfähig macht, wer ihre Rhetorik übernimmt, wer ihr vorauseilt oder hinterher rennt, darf sich nicht wundern, wenn diese Partei als Original am Ende in Umfragen plötzlich steigt und die CSU fällt. Die Ursachen für den Rückgang der Umfragewerte für die bayerische CSU sieht die SPD in der Verhaltensweise der Parteispitzen, vor allem gegen Angela Merkel. Die CSU geriert sich als Fundamentalopposition gegen die Bundesregierung, der sie selbst angehört. Wer Herr Seehofer, Herrn Söder oder Herrn Scheuer jeden Tag zur Kenntnis nimmt, jeden Tag aufs Neue wird die Bundeskanzlerin als demokratische Institution beschädigt. Also wir stänken nicht um des Stänkerns willen, sondern weil wir um den richtigen Kurs ringen. 82% der Menschen, auch das eine aktuelle Umfrage, 82% der Menschen in Deutschland wollen einen Kurswechsel. Vor einem solchen Umstand kann man nicht die Augen zumachen. Und wir haben unsere inhaltlichen Punkte auf den Tisch gelegt, wo wir einfach noch Handlungsbedarf sehen. Und wir glauben, dass es gut wäre, wenn man tatsächlich auch sich dann gemeinsam auf diesen Kurs verständigt. Fakt ist, auch die AfD würde der Umfrage zur Folge mit 9% in den Landtag einziehen und läge damit sogar vor FDP und Freien Wählern mit jeweils 5%. Ich kenne kein anderes Land, wo die AfD so tief steht wie in Bayern. Das hat natürlich einen Grund, weil die Menschen sehen, dass wir ihre Sorgen und Ängste ernst nehmen, dass wir die aufnehmen und dass wir uns um eine Lösung bemühen. Ich glaube, die Zahlen der AfD in Bayern sind ein klarer Beweis dafür, dass die CSU zu Recht hier auch das bürgerliche, das konservative Lager dafür ein attraktives Angebot macht. Die AfD ist in Bayern nicht viel schlechter bewertet in Umfragen und bei Wahlen als in anderen Bundesländern. Das behauptet die CSU nur. Nein, bei der Europawahl hat die AfD in Bayern ihr viertbestes Ergebnis bundesweit erzielt. Also besser als in den meisten anderen Bundesländern. Und vor dem Hintergrund ist diese Strategie, mit Rechtspopulismus besiegen zu wollen, verrückt. Und zweitens geht sie nicht auf, denn am Ende wird das Original gewählt. Ob sich das bewahrheitet, wird die Landtagswahl in Bayern 2018 zeigen.